Schön. Es geht weiter mit Chernobyl Light. Wo waren wir denn genau? Wir hatten ja von ihm hier. Igor, hey, got a second? Just talk to my business partner on the radio. What is it? Yeah, he's knee deep in the shit. NAR is after him. But that's to be expected if you keep taking from them and giving them to yourself, huh? I see. That kind of business. Let's not get bogged down with the details. Just check if he's okay, would you? He's hiding somewhere near the Pripyat port. Genau, die. Die Hilfsmission von ihm. So, wir haben 66, 80%ige Chance. In diesem Teil der Zone besteht derzeit keine bedeutenden Ereignisse an. Du kannst dort trotzdem Ressourcen und Nahrung suchen. Wenn wir ihn da jetzt hinschicken, sammelt er uns dann auch Ressourcen? Obwohl das nicht explizit da steht. Wir versuchen es einfach. So, er hat 88%ige Chance. So, und er behauptet, dass nach einem flüchtigen Fahrnet. Wenn ich ihn zuerst zu fassen kriege, komme ich vielleicht an nützliche Informationen. Er bittet dich um Hilfe für einen Freund, der sich mit Nah angelegt hat und auf deren Abschussliste gelandet ist. Dieser einsiedlerische Mann könnte in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Genau, und das war ja von diesem Rattentyp die Mission, ne? Das Auge von Moskau. Pass auf, dann helfen wir erst hier dem Einsiedler. Das machen wir. Und let's go. Mikhail claims that everything is just business, but I know you can tell he's holding back the whole truth, can't you? There's a deep darkness within him, caused by loss and grief. Don't let it suck you in. Wenn wir die Mission noch mal gleich fertig haben, auf jeden Fall noch mal gucken, dass wir selber noch mal auf Ressourcenjagd gehen. So. Okay, wir müssen dahin. Nee. Da können wir nur Sachen wegsprengen. Okay. Ja, wir schauen mal, was wir hier noch looten können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Abschnitt von der Map das war, wo wir die ganzen Schlösser hatten, die wir noch knacken. Training, also ein Erfahrungspunkt, das ist schon mal sehr gut. Strahlung. Kickt aber rein, ne? Können hier aber nicht. Nicht rein. Aber hier seitlich.
checken wir erstmal ab. Wahrscheinlich noch ein höher, oder? Dietrich benötigt noch ein höher. Jo. War jetzt aber nicht gerade ergiebig, ne? Da liegt noch eine Waffe. Da wird das unten sein. Kann nie schaden. Sehr gut. Und die AK nehmen wir auch direkt mit. Ist aber eine einfache. Okay, und dann müssen wir gleich in der Base nochmal gucken, dass wir, habe ich jetzt gerade vergessen, dass wir für unsere Begleiter vielleicht nochmal eine Weste herstellen. Wie kommen wir da unten hin? Scannen noch mal kurz. Ja, perfekt. Warum einfach machen, ne? Ja. Warum einfach machen? Warum schwer machen, wenn es auch einfach geht? Mein Gott. Alzheimer kickt wieder rein hier. Genau, da konnten wir nicht dran. Scanner durch. Was haben wir hier noch Schönes? Elektronikteile. Nein! Oh! Nein, 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 nein! Oh. Spiel speichern. Okay. Da liegt noch was. Okidoki.
Wer sieht mich denn? Hallo? Ich weiß gar nicht, waren wir hier in dem Gebäude schon mal drin? Da lag auf jeden Fall ein Brief. Hinweis. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Nicht umdrehen. Perfekt. So, warte mal, wir scannen nochmal. Eine Etage höher. Da liegt auch noch was. Das haben wir schon. Shit. Ja, moin. Ich glaube aber, hier kommen wir erstmal nicht weiter, ne? Sieht zumindest für mich erstmal so aus. So, wo hatten wir jetzt den Kanister? Da. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal die Quest machen. Who's there? Don't shoot. Relax. Mikhail sent me. Are you his business associate? His what? Ah, yes. Sure. Sure thing. I've been shot. I need help. Mikhail, I found your friend. NAR did a number on him. It doesn't look good. Fuck! Well, help the man! I need him! He's got connections! Besides, he doesn't deserve to die like that! Like a dog! Let me patch you up. Thank you. I don't have anything on me. I had to drop everything when I ran. But I've got some intel you can have. So, vielleicht weiß er was über Tatjana. I'm looking for someone. Her name is Tatjana Amalieva.
She plays a violin, right? Sibelius. Yes. My God, that's her favorite composer. You know her? I can still hear the music. Beautiful. Inspired. Sibelius is not for everyone. Weeks ago, I started having the dreams. Only the music at first. Then I saw her. She didn't say anything, but I understood. She communicated with me through the music. My wife Katya used to play the violin, you see. That was our connection. What did she communicate? I wrote it down someplace. But it's still in my hideout. Probably swarming with NAR goons. Don't go anywhere. I'm going to check your hideout. This is very important to me. You'll be fine. I promise. Okay. So, dann gehen wir erst in sein Versteck. Oh Gott. You know this expression, Igor? You are like a foolish child wandering in the dark. You think you're getting cancer, but the dark water is rushing in. Soon it will be over your head. You should have stayed away. You cannot ruin everything now. I won't allow it. So, want to show me what you're made of? Now run. I will hurt you if I have to. I'm giving you a 10-second head start. This Omega unit seems to be a special unit designed to protect the power plant. What in the hell are the NAR hiding there? Okay, den Hinweis haben wir gelesen. Perfekt. So, warte mal. Wir müssen aber noch ein höher, richtig? Und noch ein höher, ne? Warte mal. Hä? Hier, mein Gott.
Perfekt. Zwei Fähigkeitspunkte. Also wir haben jetzt zwei, so. Okay. Ja, den haben wir gelesen, ne? So, warte mal. So, ich würde aber ganz gerne noch einmal hier hin. Weil das stört mich jetzt. Also Orientierung ist heute total daneben. Zampeln wir ja doch ganz schön lange hier an dem Level rum. So, warte mal ganz kurz, jetzt den Schrotpatronen. So, und schon wieder sind wir hier. Perfekt. So. Wir scannen. Ach so. Scanner sollten wir auch ausrüsten, damit wir scannen können, richtig? So, das haben wir. Also ist das wirklich da die große Kiste, ne? Da kommen wir nicht hin. Hier oben geht's. Nee, das ist von hier. Und hier ist abgeschlossen. So, wir sind erstmal durch jetzt hier für den Abschnitt. So. So, how is he? Wounded, but he's gonna make it. Oh, that's a relief. He has access to different goods and a lot of useful contacts. Looking out for your fellow man, eh, McHale? Fuck you, Mr. Righteous. Maybe this is some kind of romantic adventure for you, but some people have to make a living here. Okay, wir sind erfolgreich. Okay. Oh, guck mal, obwohl keine spezifische Aussage war über Medikamente oder irgendwie sowas, hat er trotzdem noch... trotzdem Blut rausgeholt. Das ist schon mal sehr gut. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hail and well. Hi, McHale. Ever heard of... Sounds familiar. Chernobyl on... Doesn't sound... Yeah. Imagine this. One with a revive. Yeah. Right, another. And after the Chernobyl... I still think... Mad... Anyway. Bla, 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 bla. So, trainiere. Actually. Okay. Er hat schon mal nichts. So, der Kollege steht hier.
Want to hang out for a bit? Yeah, good idea. Actually, why don't you tell me about? Yeah, you might say no families. Our father, you know what's worth being. Sounds like you. Oh, yeah, I wouldn't. We were in every day. Beate, glaube ich, jetzt auch nichts mehr Nützliches für uns, oder? Do you think you could find some time to teach me some of your? But I'll be. Ja gut, Schleichen und Präzision. Aber wir haben nur 2 Points aktuell. So. Das kommt hier rein. Pilze. So, hier kommt das. 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 Chemikalien. So, hier kommt die Tinktur rein. Das. So, hier packen wir die Waffe rein. So, und hier die Muni erstmal. So. Zack, 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 zack. Okay, wir machen nochmal 2 Triche. Perfekt. So. Wir müssen irgendwas machen, damit die sich wohler fühlen. So, jetzt vielleicht noch irgendwie eine kleine Pflanze oder ein Stuhl. So, Zufriedenheit haben wir jetzt einen Überschuss. Warte mal, wenn wir den wegmachen. So. Könnten wir hier noch machen wir hier noch ein paar LED-Spots. So, perfekt. So. So, warte mal. Das haben wir, ne? Betten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Generatoren haben wir auch jeweils 1. Das haben wir auch durch. Das haben wir auch durch. So. Besitz, Besitz, Besitz. Produziert Gasmasken und Gasfilter. Den haben wir noch gar nicht. Pass auf. Zufriedenheit geht. Ne, Komfort geht dann wieder runter. Oh, kann das sein, dass ich die Treppe dazu gebaut habe? Tatsache. Perfekter Einrichter, würde ich mal behaupten. Produziert Gasmasken. Haben wir nicht. Shit. Wo können wir das Ding denn jetzt hinstellen hier? Scheiße.
Kann ja schlecht mitten im Weg reinstellen, ne? Damit. So. Dafür fehlen uns Pilze. Taktische Rüstung, schwere Rüstung. So, das Problem ist, jetzt haben wir wieder den Komfort weggemacht. Okay, dafür fehlen uns Mechanikteile. Aber ist nicht schlimm. Machen wir dann beim nächsten Mal. Warte mal, können wir den einen da noch wenigstens umsetzen? Aber wo konnten wir die Platten herstellen? Benötigt Metallplatten hier. Wir haben keine Mechanikteile. Noch mehr Fakten. Beenden wir erstmal den Tag. So. Medikamentenabwurf. 80%ige Chance. Perfekt. Prozent.
Schicken wir den lieber dahin und wir machen die dann. So. Dietrich hat, ja, hatten wir gemacht gehabt, okay. Dahin. Was haben wir hier? Gar nichts. Sorry. Ja, die Notiz haben wir auch schon. Kann auch nicht sein, dass wir hier nichts mehr großartig zum Looten finden. Oder? Wo müssen wir denn hin? Da.
6x Mechanikteile. Würde ich sagen, lassen wir uns nicht entgehen, wa? Drei Fähigkeitspunkte, sehr gut. Nehme natürlich auch direkt alles mit. Achso, nee, das war nur das Biohazard-Schild. War noch einer. What a stupid job. I was stupid enough to take it. Oh, shit. Oh shit. Okay. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es hingekriegt. So. Können wir noch mal kurz den Scanner rausholen.
Nein! Fuck! So wollte ich dazu eigentlich nicht. Aber okay. Müssen wir durch. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal. Erfolgreich, Erfolg, sehr gut. Und Erfolg, viermal Nahrung, sehr gut. So, dafür kriegt auch jeder die gleiche Ration. Pilze weg, die Kräuter weg, die Nahrung. Was ist das hier? Nee, so, pass auf. Oh. Okay, so. Hallo. So, Glas kommt hier rein. Das kommt hier rein. Metallschrott kommt hier rein. Das kommt auch hier rein. Ah, warte mal, hier kommt noch die brennbaren Teile rein. So, der Luftfilter. Das. Die nehmen wir nochmal kurz mit. Tinktur und Medipack. Das, das, das. Scheiße, Glas habe ich vergessen. So, das kommt hier rein. Perfekt. So, und verwenden. Thank you.
geht's jetzt weiter mit der nächsten Hauptmission. Tag 10. Munitionsabwurf, dafür ist er doch 58 und 80. Perfekt. Und ich behaupte, dass nah im Kopachi nach einem Flüchtling fahndet. Wenn ich ihn zuerst zu fassen kriege, komme ich vielleicht an nützliche Informationen. Dann nehmen wir die. The enemy of my enemy is my friend, as they say. But can you ever trust a traitor, Igor? Trust is such a fragile thing, earned at a great price, yet so easily lost. But you never lost your trust in me, right, my love? Right, my love? Da haben wir ein Fragezeichen hier. Genau, das war das erste Haus, wo wir drin waren, ne? Was wir gesehen hatten mit Dietrich. Also wenn wir auf jeden Fall den Dietrich nehmen, dann erstmal hier hingehen, das Fragezeichen machen und danach die Hauptmission und dann natürlich wieder die Map uploaden. So. Damit sind wir aber erstmal mit dieser Folge am Ende. War halt eher Material zusammensuchen, die Base ein bisschen erweitern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die Map clearen. Ich bin erstmal raus, bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer D-Max. Ciao!